Ja, hallo. Ich darf euch heute hier aus Kapfenstein begrüßen zur richtigen Weinansprache. Die Weinansprache gliedert sich normalerweise in drei Teile. Das eine ist das Sehen, das andere ist das Riechen, das dritte ist das Kosten. Wenn man das erste Mal einen Wein einschenkt, kann man schon gleich einiges über ihn sagen. Und zwar die Helligkeit, die Farbe, einfach mal eher ein dunkles Gelb. Das wird darauf schließen lassen, dass das vielleicht schon etwas reiferer Wein ist. Wir haben eine schöne Kirchenfensterbildung hier, das heißt diese Stieren, die sich bilden. Das heißt, man würde auch annehmen, dass das etwas Extraktreicheres ist. Und man sieht auch, dass er klar ist. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich beim normalen Weißwein und nicht beim Natural oder Orange Wein. Beim zweiten Teil geht es ums Riechen. Das heißt, man schnuppert mal vorsichtig rein. Am besten ist das erste Mal reinschnuppern, ohne groß zu schwenken. Dann einmal schwenken und nochmal reinriechen. Oft sind die Aromen dann andere. Man kann dem Wein noch etwas Zeit lassen mit den ersten Minuten und etwas Luft, wird er oft etwas offener, der Geschmack kommt mehr heraus. Normalerweise geht man dann auch laut Weinakademie so vor, dass man zuerst mal schaut, ob der Wein sauber ist. Hat er jetzt einen Fehler wie einen Kork oder einen Böxer oder vielleicht was Schlimmeres, einen Uhu-Ton oder so? Ist er zu lange offen, ist er noch frisch? Und dann geht man schon über zur Beschreibung. In dem Fall haben wir hier einen Sauvignon Blanc, einen Kapfenstein Ortswein. Hier haben wir schön die Stachelbeer, etwas Maracuja, aber auch etwas Würziges, das vom Boden kommt. Das heißt, so leicht reduktive Noten, die ein bisschen so in die Richtung Meeresbrise gehen. Riecht aber durchaus einladend. Im nächsten Schritt geht man zum Kosten über. Das ist der Teil, auf den man jetzt normalerweise schon Lust haben sollte. Und da kann man eigentlich auch schon wieder sehr viel sagen. Wir beurteilen nach den fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen. ZB ist er trocken, das heißt, hat er viel oder wenig Restzucker. Wie ist die Säure? Ist die gut eingebaut? Ist die zu intensiv vielleicht? Oder passt sie perfekt rein? Ist es ein schwerer Wein? Ist es ein leichter Wein? Das sind alles Punkte, die für die Weinansprache wichtig sind und die auch ein Gesamtbild im Kopf machen, nach der man dann den Wein bewerten kann. Für alle, die sich ein bisschen mehr dafür interessieren, mehr über diese Weinersprache und das Weinverkosten und Wein selber zu lernen, empfehle ich immer gern die Weinakademie. Die haben ein schönes Basisseminar. Ich glaube, das kostet so zwischen 200 und 400 Euro mit 4 bis 5 Tagen. Und das ist wirklich super, um einen ersten Einblick in Wein zu bekommen und auch neue Leute kennenzulernen, die sich auch für Wein interessieren und vielleicht auch seinem Liebsten oder seiner Liebsten etwas näher zu kommen.